Moin. Dass die Aufmerksamkeit und das Drumherum natürlich auch dazugehört, ist klar. Wie mich im Moment nicht, weil ich mich jetzt ja auch der Öffentlichkeit stelle und das auch so vorleben möchte, diesen Mut und auch für mich das keine Alternative ist, irgendwie aufzugeben, und ich das auch vorleben will und deswegen ich mich auch diesem öffentlichen Druck stelle. Mit Frank herrscht ein extrem vertrauensvolles Verhältnis, ein sehr enges Verhältnis, wo wirklich der Austausch auch sehr offen, transparent und auch kritisch ist, natürlich. Der ist nach wie vor sehr, sehr eng. Wir haben uns über die Spiele natürlich auch ausgetauscht und über diese Situation, dass man natürlich auch dann über die Dinge spricht. Aber es sind alles interne Sachen, die ich denke, ich nicht hier nach außen tragen muss. Man spürt schon eine gewisse Verunsicherung, weil die Ergebnisse natürlich nicht da sind, weil die Mannschaft auch viel investiert und dann auch, wie gesagt, gute Spiele abgeliefert hat, aber dann nicht mit dem Ergebnis, und dass das natürlich auch eine gewisse Verunsicherung mitbringt, ist klar. Ja, ich finde, dass wir die Art und Weise gut war in vielen Spielen, aber daraus jetzt eine komplette Talfahrt zu konstruieren, finde ich auch falsch. Man merkt, dass sich auch insbesondere die erfahrenen Spieler unheimlich viel einbringen und auch nach Lösungen suchen und gemeinsam da auch die Wende schaffen wollen. Ja, stehen jetzt vor einer Trainingswoche, wo wir inhaltlich auch nochmal die Spannung aufbauen und mit Zweikampfverhalten da auch nochmal einen Reiz setzen, dass wir am Donnerstag schon Richtung Mainz fahren, dass wir da ein Kurztrainingslager haben, wo wir auch nochmal fokussiert uns auf Mainz vorbereiten werden, wo wir die Zeit auch mal nutzen werden, Einzelgespräche zu führen, und